Wenn du dir vorstellst, dass du als Kind auf dem Teppich sitzt und befüllt wirst mit all den Bewertungen, Emotionen, all das, was deine Eltern dir mitgeben, dann rutscht das da erstmal alles rein. Im Laufe deines Lebens bewertest du unbewusst jede mögliche Situation und immer wenn du etwas erlebst, reagierst du mit deinen Emotionen darauf und nimmst für dich das ein oder andere an. Wenn ich es an meinem Beispiel erkläre, hatte ich zum Beispiel in mir das Gefühl der Wertlosigkeit. Na? Das ist, wie gesagt, jetzt keine Elternschelte und keine Bewertung, aber meine Mutter wusste nicht, wer mein Vater ist. Meine Mutter hat versucht, mich abzutreiben und beim Abtreibungsversuch meiner Mutter von mir, du siehst, ich bin da, ist mein Zwilling abgetrieben worden. Also habe ich damals als Kind, ohne das zu hinterfragen, verknüpft, ich muss wohl falsch sein. Ich bin ungewollt, damit war ich Opfer und ich habe mich gleichzeitig wertlos gefühlt. Ich habe aber auch Angst und Panik erlebt und so weiter. Und das sind sozusagen Emotionen und Gefühle, die in meinem unbewussten Teil abgespeichert wurden. Und irgendwann vor 20 Jahren war ich so weit, dass ich mir das Leben nehmen wollte. Das ist aber, wie gesagt, ein anderes Video. Und ich habe damals begonnen, mich coachen zu lassen. Und jedes Mal, wenn ich im Coaching in die Tiefe gegangen bin, in meinen unbewussten Teil, dann haben wir dort eine Emotion gefunden und mit einer Situation verknüpft. Und das nenne ich Gefühlskern. Wir gehen also in die Tiefe des Unbewussten und reißen dort sozusagen das Gefühl beispielsweise des ungewollten Kindes raus. Ne? Und jetzt darfst du dir vorstellen, das ist nur der Kern, das ist dieser Gefühlskern. Der ist aber wie mit kleinen unsichtbaren Wurzeln mit allen möglichen Situationen verknüpft. Und das nenne ich eben immer den Gefühlskern. Ich reiße diese Situation, oder ich reiße sie noch nicht mal raus, mir wird sie bewusst, darum geht es eigentlich, dass dir das bewusst wird. Wenn ich also weiß, alles klar, ich habe damals gedacht, ich bin ein ungewolltes Kind, dann kann ich jetzt im Coaching hingehen und kann schauen, okay. Dann habe ich wahrscheinlich auch bei meinen Geschwistern gedacht, ich bin falsch. Ich habe gedacht, meine Mutter lehnt mich ab. Ich habe gedacht, mein wahrer Vater will mich nicht. Sozusagen hast du wie überall unsichtbare Krakenarme, wenn dir das Bild besser gefällt. Und du kannst aufräumen. Und wenn ich so einen Gefühlskern rausziehe, da sage ich immer meinen Klienten, dem braucht es eine Weile, ehe das System sich wieder ausbalanciert, weil das eben mit allen möglichen Situationen verknüpft ist. Und wenn ich den Gefühlskern in der Sitzung löse, in der Session auch mit meinen Klienten, dann kann es sein, dass hinterher nochmal viele Gefühle hochkommen. Denen darf man sich einfach hingeben, die lassen wir einfach da sein, weil ich immer sage, Liebe ist das Annehmen von allem, was ist. Also wir im Coaching sind mit dem Ansatz wirkend, dass wir nicht Gefühle wegschieben, sondern durch das Annehmen der Gefühle merken die, ah, alles klar. Ich darf da sein, ich bin Teil von der Person, ich bin Teil des Lebens und dadurch verwandeln sie sich. So wie ein Kind, das sich angenommen fühlt, wenn ich sage, komm her, mein Schatz. Im Gegensatz zu dem, wenn ich sage, geh weg, dann schreit das Kind immer lauter. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Wenn du Fragen dazu hast, bist du eingeladen, die direkt unter diesem Video zu platzieren. Ich beantworte die sehr, sehr gerne und freue mich schon auf deine Fragen, auch auf deine Anregungen, vielleicht über deine Meinung zu dem Video. Abonniere gern meinen Kanal und klicke auf den Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat.